fast 2 Jahre mit einem der schwächsten E-Mountainbike-Motoren auf einem, der langsam reicht, beziehungsweise langsam wird es Zeit. Zeit, dass wir uns einmal ein wenig drüber unterhalten. In dem Video reden wir sehr viel über das Helium, aber nicht nur über das Helium 5.9, das hinter mir steht, sondern grundsätzlich über das Modell Helium. Das heißt auch das erste Helium, auch den Vorgänger, den ich in der 7.1er Variante gefahren bin. Jetzt kommt die Sonne aus, bin ich da eh nicht zu hell? Dieses Video repräsentiert meine Gesamterfahrung seit Oktober 2020 mit dem Modell Helium, sowohl dem 7.1er, aber auch dem 5.9er. Also da haben wir die Sonne scheint, aber bei uns ist die nächste Wolke sehr weit weg. Die Chance ist groß, dass es länger so hell bleibt. Der Inhalt dieses Videos ist in keinster Weise mit Verzur, mit Nox oder mit sonst irgendjemandem abgesprochen. Vieles davon wollen die wahrscheinlich gar nicht, dass gesagt wird und oder wollen es zumindest nicht hören oder würden es in ihren eigenen Marketingworten vielleicht anders darstellen. Ich sage es aber, wie ich immer das denke und wie ich es das Ganze wahrgenommen habe in den letzten quasi 2 Jahren mit verschiedenen Modellen und mittlerweile auch verschiedenen Motogenerationen von Verzur. Eins kann man gleich vorweg sagen, ich merke überhaupt keinen Unterschied zwischen den ersten Verzur wie Evolution Ride und jetzt Ride Trail irgendwie, also wie auch immer Verzur ihre Motoren nennt, meiner Meinung nach ein ewiger Krampf. Jeder, der das alte Aggregat hat, kann damit getrost weiterfahren. Ich werde jetzt keinen großen Unterschied spüren zu dem neuen. Das ist aber durchaus auch was Gutes, nämlich für all jene, die bereits den Vorgänger gekauft haben und den noch fahren. Die können sagen, okay, ich versäume jetzt nicht wirklich unbedingt ganz weltbewegende Dinge und können auch weiterhin noch mit ihrem Vorgängermodell sehr glücklich sein, weil es ja im Kern eigentlich das gleiche Radl ist. Sorry, ist so. Den größten Unterschied spürt man, wenn man in der Verzur-Toolbox sich die Settings ändert vom Motor. Das bewirkt viel mehr, wie wenn man einen neuen Motor reinsteckt in das Ding. Ich weiß, Verzur würde das sofort anders irgendwie erklären und das ist ja, ja, okay, spüren tue ich es aber trotzdem nicht. Also wenn man die negativen Punkte einmal durch, immer da extra einen Zettel, weil das merkt ja sonst kein Mensch. Ne? Das ist ja, das müssen wir da schon im Detail irgendwie, also wie gesagt, fangen wir an mit den negativen Dingen. Also fehlende Flaschenhalter. Fehlende Flaschenhalter waren bei mir, also wie soll ich sagen, nicht wirklich ein Problem. Aber es muss gesagt werden, es gibt Leute, die brauchen das. Der Rahmen hat keine Flaschenhalter-Montagemöglichkeit. Ich habe sowohl das Vorgängermodell als auch das auf einen 32er Zahnkranz vorne umgerüstet. Ich finde, ein 32er sollte da werkstandardmäßig bei dem Radl verbaut sein, weil der Motor einfach ein bisschen schwächer ist und es grundsätzlich dem Rad besser tut, wenn ein 32er drauf ist. Vor allem dann, wenn ich das Rad ja verkaufen will, als Mischling aus beiden, Biobike und E-Bike, weil ich es auch mit leerer Hülse fahren kann. Leider sind die Ausstattungsstufen an gewissen Farben gekoppelt. Das gefällt mir nicht so. Ich würde mir wünschen, dass ich mir die Farbe wählen kann und das dazugehörige Ausstattungspaket selber mischen kann, sodass ich auch ein rotes Fahrrad mit Top-Ausstattung haben kann und nicht bei der Top-Ausstattung automatisch auf ein schwarzes Rad komme. Obwohl ich kein schwarzes Rad will. Wenn ich die Farben frei wählbar machen würde, würde ich als Verkäufer auch wissen, welche Farben sich als besten verkaufen. Und nicht nur, weil sie eine bessere Ausstattung haben, sondern weil die Farben besser ankommen. Der Kettenstrebenschutz ab Werk ist ein bisschen overengineert. Wunderschön 3D gedruckte, spezial angefertigte Dinger. Ja, okay. Ich habe ihn runtergenommen, habe das VHS-Panel draufgepickt und passt genauso. Im Gegenteil. Noch ein Grund, warum ich den Kettenstrebenschutz, den originalen Kettenstrebenschutz, der immerhin so dick ist, warum ich den runtergenommen habe. Der Hinterbau ist eher breit, meine Füße sind eher groß in Kombination. Naja, die Ferse hat an der Kettenstrebe ab und zu gestriffen, wobei nicht einmal an der Kettenstrebe, sondern eben genau am Kettenstrebenschutz. Es ist immer nur um genau, seit ich dieses VHS-Bandel drauf habe, streife ich nämlich nicht mehr. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht auf der Kettenstrebe gestreift, gestriffen, striff, straff, struff. Und man kann sich selber dorthin kleben, wo man will. Also eines muss klar sein, man kann sich auch ganz herrlich hier die Finger einklemmen, wenn man da den Akku reinsausen lässt in die Fingerguillotine. Das Verzur-Ladegerät. Das Ladegerät ist eins der kleinsten. Also ich kenne keinen Motorenhersteller, der ein... Moment. Das ist ein Ladegerät für ein Yamaha-Akku. Das Verzur-Ladegerät ist fast ein Viertel der Größe. Also das ist Ladegerät schon fast schwerer wie da der ganze Akku. Also wenn man was mitnehmen will für unterwegs, was will ich damit sagen? Ein riesiger Vorteil von diesem ganzen Verzursystem ist jetzt nicht zwingenderweise, dass der Akku so klein ist oder dass ich, weiß nicht,
Also ich weiß ja alles dafür für Zaubertricks machen kann, aber das Ladegerät ist extrem klein. Zu Beginn hatte ich andere Reifen drauf. Ich weiß, die hatten eine andere Farbe, die waren drauf aus optischen Gründen. Es ist mir vollkommen klar. Das war mehr so ein Beauty-Contest. Ich weiß, die Reifen waren ein Kompromiss. Ich weiß. Ein letzter Blick, weil so sauber wird es wohl nie wieder werden. Fesch waren sie ja wirklich, die weißen Reifen. Aber außer fesch waren sie sonst, naja, fesch waren sie. Fesch waren sie. Ist schon dreckig. Sollte jemand von euch nicht wissen, soll ich das Mallet nehmen oder das 29er, meine eindringliche, wie soll ich sagen, mein eindringlicher Rat wäre. Mit 29 Zoll hinten vorne macht es nicht nur mehr Spaß, es fährt sich auch besser, es fährt sich auch ruhiger und es fährt sich schneller, sowohl auf der Geraden als auch bergab. Seien wir es ehrlich, der Dämpfer, super Deluxe sogar, der ist nicht nur Deluxe, der ist super Deluxe. Ich glaube, ein Helium mit Luftfahrwerk und 29 Zoll hinten und vorne ist das bessere Helium. Und ich würde es nicht mehr als Mallet fahren wollen und ich fahre es auch nicht mehr als Mallet. Der Luftdämpfer steht dem Rad besser als die Stahlfeder. Ich würde das Rad gar nicht mit Stahlfeder verkaufen. Ich weiß, es gibt da draußen Leute, die wollen unbedingt Stahlfeder. Ja, mein Gott. Luftdämpfer passt dem Rad besser. Für mich. Muss jeder für sich selbst wissen. Aber ich für mich weiß es eben auf diese Art und Weise. Eins muss man klar sagen, der Motor ist schwächer, keine Frage. Der Akku ist kleiner, auch keine Frage. Dieses Rad sollte man sich nur kaufen, wenn man treten und fahren will. Treten, weil der Motor macht nicht alles alleine. Na, im Gegenteil, da muss ich schon sehr ordentlich mithelfen, das ist schon treten. Und fahren muss ich wollen, weil das Ding eher auf der agileren Seite ist. Ich darf mir jetzt nicht erwarten, dass ich mit dem Augen zu und durch über die drüber ballern hole oder ab, bum, 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 bum. Das will aktiv gefahren werden. Nicht das Radl kümmert sich darum, dass du im Berg runterkommst. Du musst da schon ein bisschen was tun, dass du im Berg runterkommst. Das ist ein bisschen lebendiger. Du musst unter dir vielleicht ein bisschen mehr Sachen machen, die du vielleicht nicht willst oder vielleicht schon willst. Aber das muss doch jetzt klar sein. Hat jemand von euch eine Frage, Wünsche, Anregungen, dann ab damit in die Kommentare, weil dazu sind die Kommentare da, dass man da was reinschreibt. Und ich verspreche, ich werde jede noch so abstruse Frage noch so abstrus beantworten. Gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Ja. Ich hoffe, der ein oder andere von euch kann jetzt selbst entscheiden, ob das vielleicht was sein könnte. Oder er oder sie ist in ihrer Entscheidung jetzt schlauer geworden und hat gesagt, nein, das lasse ich lieber bleiben. Oder er sagt, naja, vielleicht ist das doch was für mich. Und mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis bleibt auch mir nichts anderes mehr, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, danke fürs wieder mit dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt zu ihr seid. Tschüss, Baba. Und ciao.